Heute geht es darum, dass wir mal der Sache auf den Grund gehen, ob du mit deinen Angeboten noch zu günstig bist. Damit sage ich herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, zu einer Folge, die mir tatsächlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich wirklich ja, immer wieder, also es wird ein bisschen besser, aber immer wieder feststelle, dass es unfassbar gute Frauen draußen am Markt gibt, unfassbar gute Beraterinnen, Coaches, Trainerinnen und so weiter und so fort, die aber tatsächlich meiner Meinung nach viel zu günstig ihre Angebote rausgeben. Was dann im Umkehrschluss dazu führt, dass sie nicht in ihrer Kraft sind, nicht in ihrer Energie sind, weil sie immer wieder darum kämpfen müssen, genug Kunden zu gewinnen, um dadurch genug Geld auch zu verdienen. Und die Ursachen sind natürlich ganz unterschiedlich. Manche haben einfach Angst davor, höhere Preise zu nehmen, weil sie denken, dann bleiben die Kunden aus oder weil sie meinen, es ist dann noch schwerer zu verkaufen und man tut sich vielleicht mit dem Preis schon schwer, den man eh nimmt. Ich höre auch von einigen die Aussage, naja, aber wenn ich teurer werde, dann kann ich meine Dienstleistung nicht mehr allen zugänglich machen, sondern nur noch einen bestimmten Teil, der sich das dann eben leisten kann und so weiter und so fort. Und was ich dir an der Stelle wirklich aus tiefstem Herzen sagen möchte, das sind alles nur Geschichten. Geschichten, die du dir selbst erzählst darüber, wie es vielleicht kommen kann, wenn du für dich die Preise nimmst, die dir wirklich zustehen. Und ich weiß, dass es wirklich ein ganz sensibles Thema ist, auch sich zu erlauben, hochpreisiger zu verkaufen. Aber unterm Strich betrachtet bedeutet es nur, dass du viel weniger Kunden gewinnen und betreuen musst, um einfach ja für dich ein richtig geiles Leben zu leben, dass eben genug Geld da ist, mehr als genug Geld da ist, dass du dich auf allen Ebenen verwirklichen kannst. Und dadurch hast du natürlich auch weniger Stress, weil weniger Kunden bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass du weniger Beratungstermine hast, weniger organisatorische Dinge, weniger administratorische Dinge. Und wenn du irgendwann mal so viele Kunden hast, dass du nicht mehr weißt, wohin mit dem Geld, dann kannst du immer noch pro bono irgendwelche Coachings mal durchführen oder andere Angebote reingeben, dass du eben auch die erreichst, die vielleicht sich ein höheres Angebot nicht leisten wollen, sage ich jetzt mal, weil wo ein Wille, da ein Weg. Ich habe schon die wildesten Dinge erlebt von Frauen, die nichts hatten und plötzlich 20.000 Euro organisiert haben, weil sie ein Programm unbedingt machen wollten. Also da ist ganz viel möglich. Das Einzige, was immer dazwischen ist, sind unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Stories, die wir uns erzählen. Und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Hinweise geben, ein paar Ideen geben, wie du es schaffen kannst, deine Preise auch zu erhöhen. Weil Fakt ist eins, und da kann ich ein Lied davon singen, zum Beispiel bei unserer Solopreneur School ist das beste Beispiel dafür, dass es wirklich die Frauen oder die Menschen auch besser umsetzen, was man tut, wenn es höherpreisig ist. Wenn es, ich sag mal, wehtut, diese Investition zu tätigen. Als damals die Solopreneur School noch 3.000 Euro gekostet hat, haben ganz viele das Geld überwiesen und haben danach überhaupt nichts gemacht, wo ich immer gedacht habe, mein Gott, also Geld zu verschenken ist ja auch spannend, aber es ist ja ihre eigene Entscheidung. Dann haben wir den Preis erhöht auf 7.000 Euro und plötzlich kommen die Frauen voll in die Handlung. Die setzen um, die geben Gas, die machen ihre Ergebnisse, weil einfach der Verlust, der Schmerz des Verlustes dieses Geldes viel größer ist, als der Schmerz, es jetzt umzusetzen, neue Dinge zu machen, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und deswegen macht es wirklich Sinn, höherpreisig zu gehen. Nicht nur, damit du mehr verdienst mit weniger Aufwand, sondern dass die Menschen, die du begleitest, noch viel besser in die Umsetzung kommen. Und das ist eine ganz tiefe Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Und der allererste wichtige Schritt ist, dass du dich koppelst davon, dass du einen Stundensatz hast, also dass du dich für Stunden bezahlen lässt, sondern du beginnst damit, dich für Ergebnisse bezahlen zu lassen.
Und es ist völlig egal, was für Ergebnisse das sind, ob das ein schlanker Körper ist, ob das Gesundheit ist, ob das ein erfolgreicheres Business ist, ob das ein besserer Umgang mit den Kindern ist. Wie willst du das betiteln? Da kannst du nicht sagen, naja, ich nehme jetzt irgendwie 80, 100 € die Stunde, weil es geht doch um das Ergebnis. Wie viel ist denn ein harmonisches Familienleben wert? Ein Kind, was einfach gut wächst und gedeiht. Ein wirklich herzliches Miteinander. Was ist es wert, wenn man eine Strategie erkennt, die einem, was weiß ich, im Jahr 200.000 € bringt und dafür gebe ich dann mal 10, 20, 30, 100.000 € aus? Ist doch wurscht. Weil unterm Strich betrachtet ist das Ergebnis, was ich davon habe, viel größer als das, was ich bezahle. Und das ist die erste Grundvoraussetzung. Lass dich nicht mit einem Stundensatz bezahlen, sondern lass dich für deine Ergebnisse bezahlen. Der zweite Punkt ist, mache einen Unterschied am Markt. Recherchiere, was gibt es alles für Angebote in deiner Branche und finde heraus, wo ist der Gap? Also wo ist, ich sag mal, das, was noch nicht stimmig ist in diesem Moment, wo Kunden drüber stolpern, wo sie nicht das perfekte Ergebnis erreichen und so weiter und so fort. Und dann mach's besser, weil wenn dein Angebot geiler ist wie das, was draußen ist, dann bist du preisunabhängig, weil bei vielen geht's so, die recherchieren erstmal, naja, was nimmt der Markt? Okay, dann finde ich mich da irgendwo ein. Aber es ist scheißegal, was der Markt nimmt. Wichtig ist, welche Ergebnisse du erzielst, welchen Mehrwert du lieferst, was du geiler machst als der Markt. Und dafür lässt du dich bezahlen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die dritte Voraussetzung ist, dass du wirklich beginnst, das Geld zu regieren. Das Geld ist nur eine Energie, die zu dir fließt und durch dich zu anderen fließt, von den anderen, also durch die anderen wieder zu dir. Und das ist der Kreislauf des Geldes. Und eine Energie kannst du regieren, weil da geht es darum, deine Emotionen, deine Einstellung, all das zu regieren. Und was aber meistens passiert, ist, dass das Geld uns regiert. Wenn wir eine große Rechnung bekommen, eine Zahlung irgendwie bekommen, mit der wir nicht gerechnet haben, wenn das Geld mal knapp wird, ne, die Emotionen, die wir dazu haben, all das sind Dinge, wo das Geld uns regiert. Wenn du aber beginnst, das Geld zu regieren, zu sagen, ich bin die Bestimmerin über das Geld und das Geld fließt durch mich raus und durch andere wieder zu mir als ganz natürlichen Kreislauf, eine ganz wundervolle Energie, dann schaffst du es, aus diesen Emotionsverstrickungen rauszukommen. Und es gibt, glaube ich, da draußen kein Thema, was mehr irgendwie mit Emotionen, negativen Glaubenssätzen, schlechten Erfahrungen oder was weiß ich was verknüpft ist. Und das darfst du alles lösen und loslassen, weil dann bist du wirklich frei, dann regierst du das Geld, dann kannst du entscheiden, was möchtest du mit dem Geld machen, ne? Und wie viel Geld möchtest du auch verdienen, ohne die Angst davor, dass die Kunden abspringen, dass zu wenige kommen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich wichtig, weil nur wenn du frei bist, schaffst du es, die Menschen um dich herum frei zu machen und deine Kunden frei zu machen. Und Freiheit ist natürlich nicht nur Geld. Aber es ist ein Bestandteil. Wenn du dir keine Gedanken mehr darüber machen musst, dass das Geld da ist, dass es genug da ist, dass du dir wunderschöne Dinge leisten kannst, dass du entscheiden kannst, wann und wo du arbeitest, mit wem du arbeitest, wie viel du arbeitest, dann bist du wirklich frei, weil dann kannst du dich jeden Tag aufs Neue dafür entscheiden, die Dinge zu tun, auf die du wirklich Lust und Energie hast. Und dann ist es bestimmt auch häufig die Arbeit. Aber es kommt aus einer anderen Energie heraus, nämlich aus der Energie heraus, dass du dich erfüllst und andere Menschen erfüllst und nicht aus der Energie heraus, dass du genug Geld verdienst. Und das werden die Menschen merken und dann strömen sie auch zu dir. Dann bist du wirklich ein Magnet für deine Kunden. Ja?
Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan. Auch hier nochmal an der Stelle die Einladung, komm gerne in die Level Up Experience. Dann unterstütze ich dich auch dabei, dass du da wirklich Stück für Stück reinwächst, weil es ist möglich, es ist machbar. Ich habe das schon mit hunderten Frauen vorher auch gemacht, dass wir wirklich die Preise erhöht haben und sie dadurch in die Fülle gekommen sind. Und wenn das wirklich bei dir ein Thema ist, dann sei dabei und dann freue ich mich darauf, wenn wir das gemeinsam mit dir oder für dich lösen können. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis dann. Tschüss.